Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass 2/3 meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Also wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu Stick War Legacy. Ja, lang ist's her, über ein Jahr schon. Es gab ein Update, ich bin zufällig drauf gestoßen. Ich habe mir einfach mal wieder gedacht, ja, Stick War Legacy, das war eine tolle Zeit. Mal gucken, ob da irgendwas los ist. Und es gab ein Update. Ja, dieses Update enthält im Grunde nur 6 Bonus-Level. Und die werden wir machen. Die ersten 4 werde ich in dieser Folge machen, die anderen beiden in der nächsten. Einfach weil die letzten beiden schwieriger sind als die anderen. Und ja, das wären 3 Folgen. Die letzte Folge, da werde ich nochmal gegen die Zombies kämpfen. Einfach um es euch nochmal zu zeigen und weil es auch mir ziemlich Spaß gemacht hat. Also ich würde sagen, gehen wir einfach gleich mit dem ersten Level los. Und wir sollen uns die Kontrolle über die Magier von Inner Mortar zurückholen. Ich werde das nicht alles lesen, es dauert viel zu lange. Ja, das hier sind die Heilerinnen, die heilen dann die Magier. Es wird schon echt kompliziert, gleich am Anfang. Ich mag die nämlich nicht, also wenn die auf meiner Seite kämpfen, mag ich die. Aber auf der gegnerischen Seite sind die echt grausam. Die sind eigentlich nämlich viel zu OP. So, da haben wir schon 4-mal Schwertzorn. Fangen wir einfach jetzt mal mit den Bogies an. Einfach 2 Reihen oder so. Jetzt sind es hier schon 2 Heilerinnen. Die sollten wir schnell ausschalten. So, noch einen Bogie brauchen wir. Und danach beginnen wir mit den Sperrtons. Hier drüben ist noch nicht so viel los. Liegt aber vielleicht auch daran, dass die Magier extrem teuer sind. Oh, sie greifen an. Okay. Dann versuchen wir schon mal die Heilerin Platz zu machen. Ja, eine Heilerin ist schon weg und die andere fehlt noch. Schön. Ziehen wir uns wieder zurück. Ich sagte, wir ziehen uns zurück. Die AI ist irgendwie noch ein bisschen schwammig. Und, ja, ziehen sie sich wieder zurück. Erfolgreich die erste Welle verteidigt. Gleich nochmal ein paar Bogies hinterherhauen. Und hoffen, egal. Vergiss, was ich gesagt habe. Die haben unendlich viele Heilerinnen. Ich würde ganz gern noch eine Reihe an Sperrtons haben, weil die stecken zusammen mit den Heilerinnen ziemlich viel ein. Und da braucht man natürlich eine gute, starke Armee.
Ich würde den hier gern nach hinten verschieben. Na los. So. Noch zwei Sperrtons, weil wir es können und weil wir es brauchen werden. So, 4 Sperrtons haben wir jetzt noch in der Ausbildung. Der Rest wird einfach zu Bogies. Die haben hier 4 Bergarbeiter, nee, 5. Wir haben 6, also wir sind denen etwas überlegen, was zumindest die Ressourcen angeht. Ein Bogi fehlt noch. Danach ist unsere Armee auch schon komplett. Solange die noch nicht angreifen, würde ich auch ganz gerne die einmal zurückschicken, um sich zu heilen. Und währenddessen können die Bogis ja auch noch ausgebildet werden. Ja, ich würde sagen, das machen wir jetzt. Wir haben schon 1320 Gold. Das ist eine ganze Menge. Schicken wir sie zurück, um sich mal zu heilen, falls nötig. Ja, bisschen was. Bisschen was kann geheilt werden. 2 müssen sich noch heilen. Ein Bogie wird noch hergestellt. Keiner heilt sich mehr? Okay, dann greifen wir an. Da kommt die riesige Armee an Bogies, Sperrtons und Schwertzorns. Ja, die Magier gehen drauf. Komm schon, den letzten noch. Nein? Na gut, dann nicht. Dann holen wir uns halt die Statue. Okay, die Fähigkeit von der Statue wird aktiviert. Dabei heilt sie sich ein bisschen und macht selber noch Schaden. Das ist ziemlich gemein, aber egal. Wir haben gewonnen. Wir haben sie einfach kaputt gemacht. Und wir haben eine Heilerin bekommen und eine Kiste. Also, sehr schön. 2. Zusatzlevel. Reden nicht groß drum rum. Vereinte Stämme der Wilden in Amortas. Bezwinge und teile die vereinigten Wilden Stämme in Amortas. Fertig. Okay. Wieder 3 Bergarbeiter. Ah, die haben Skins. Den hätte ich auch gern. Vielleicht kriegen wir einen. So als Belohnung. So, ein Schwertzorn, 3 und die greifen schon direkt an. Aua. So, jetzt haben wir 4 und die greifen nochmal an. So, das hätten wir überlebt. Dann jetzt ein paar Bogies, wieder 2 rein, eigentlich immer dasselbe. Dann kann uns der Sieg gewiss sein. Ja, die sehen schon cool aus. Mit ihren Fellen. So,
So, zwei Reihen Bogies haben wir in Ausbildung. Dann kommen jetzt die Schwertons wieder. Der zweite Schwerton ist auf dem Weg. Und der dritte auch. Und der letzte von der ersten Reihe. Und sie greifen an. Okay. Bereit machen. Ja, die Bogies machen die locker platt. Also kein Grund zur Sorge. Da, der Magier ist weg. Wir haben keinen Gegner mehr und wir haben eine Menge Gold. Also machen wir direkt die nächste Reihe an Schwertons. Und starten schon mal Bogies. Ja, das war ein ziemlicher Schaden für die. Bei mir hat es kaum was geändert. Ich meine, die leben noch alle. Okay, ich habe einen Schwertzorn verloren. Aber ein Schwertzorn gegen einen Magier und tausend andere ist jetzt kaum was. Und die greifen wieder an. Naja, verlieren sie. Die kommen nicht mehr in die Nähe von meinen Leuten. Ist eigentlich eine ziemlich gute Taktik mit diesen Tausenden von Bogies. Die stehen halt hinten, greifen halt trotzdem an. Und die vorne blocken halt alles ab. Und die Schwertzorn deshalb, weil sie ein bisschen was, sowas wie ein Puffer sind. Also sie können ruhig wegsterben und das interessiert mich nicht. Man kann die auch ganz schnell wieder neu ausbilden. Deshalb ist das dann nicht so tragisch. So, die Armee ist fast fertig. Ein Bogie würde ich gerne noch haben. Und da ist der Bogie. Nein, noch nicht. Fünf fehlen. Aber jetzt. So, die sind, ja, die haben ein bisschen Schaden abbekommen, alle. Deshalb würde ich die auch gleich wieder einmal zum Heilen schicken. Einfach jetzt. Wir haben ja eine Menge Gold gesammelt. Da kommt noch mehr dazu. Vier müssen sich noch heilen. Und achten einfach darauf, dass sie hier nicht angreifen. Noch ein Magier, okay. Eine Truppe muss ich noch heilen. Eine einzelne. Aber ich würde sagen, interessiert mich nicht. Wir greifen an. Der hier ist ein bisschen weit vorne. Deshalb bremse ich den mal ein bisschen aus. Ihr seht, die sterben einfach weg. Ich kann sie neu hier ausbilden lassen. Also ist nicht so schlimm. Die hingegen verlieren fast alle Magier. Und ihre Statue verlieren sie auch. Verstärkung, okay. Mal sehen, wie die Verstärkung aussieht.
Doch keine Verstärkung. Doch, da ist die Verstärkung, aber zu spät. Viel zu spät. Die Verstärkung hatte keine Chance. Oh. Den Skin für den Magikill. Ja, ich benutze den Magikill nicht. Also interessiert mich eigentlich gar nicht. So, drittes Level. Gletscheraufstand. Bezwinge den gefrorenen Ansturm und hol dir ihre Gletschertechnologie. Ja, da sind auch ein paar Strichfiguren in Eis eingefroren. Scheinbar die Gegner von denen. Oh, das sieht auch cool aus. Mit dem tiefgefrorenen. Wie immer 6 Bergarbeiter ausbilden. Die haben gerade mal 4. 3 Schwärzer kommen jetzt noch. 4 Schwärzer. Damit wir uns schon ein bisschen verteidigen können. Und wieder der erste Bogi. Der zweite Bogi. Also ist im Grunde eine ziemlich gute Taktik. Die werde ich dann auch bei den Zombie-Level nutzen. Ein Schwärzer und 3 Bogies haben die. Ich habe schon wesentlich mehr. Noch ein Bogie. Noch ein Bogie. Ein letzter Bogie, glaube ich, noch. Ja. Und jetzt sind wieder die Sperrtons dran. Zweiter Sperrton. Dritter Sperrturm und dann kommt gleich auch noch der vierte. Da ist er. Ja, sieht nicht so gut aus für die. Die haben 5 Bergarbeiter. Ah, und einen Magikill. Okay. Na gut, interessiert mich nicht wirklich, ob die Magikill haben. Ich mach die sowieso alle platt. Noch ein Sperrton und dann wieder die ganze Zeit Bogies. Man könnte natürlich sagen, 1000 Sperrtons ausbilden und dann macht man alles platt, aber es ist leider nicht so. Es sind immer nur die ersten, die wirklich angreifen. Oh, die wollten angreifen und ziehen sich wieder zurück. Also, nur die ersten greifen an und die, die dahinter stehen, warten einfach, bis der vor ihnen drauf geht. Also, lohnt sich nicht. Und die Bogies, die schießen halt von hinten, von sehr weit hinten und machen alle platt. Also, das ist schon eine sehr gute Taktik. Sechs Bogies noch. Und dann schicken wir sie wieder zum Heilen. Oder? Nee, ist gar nicht nötig. Wir wurden nämlich noch gar nicht angegriffen. Bisher. So, noch 4 Bogies. 3. 2.
Noch ein letzter. Oh, und sie greifen an. Okay. Ich mache mich bereit. Die ersten paar werden schon umgebracht. Und die Bogies schießen Eispfeile. Okay. Also da ist zumindest so ein Frostzeichen über dem Leben von den Speertons. So, ziehen wir uns wieder zurück. Wir waren nämlich noch nicht bereit. Natürlich, ich könnte die jetzt platt machen. Aber ich hätte gerne eine komplette Armee. So, dann ziehen wir uns jetzt zurück. Heilen die nochmal kurz. Denn die haben jetzt schon einiges eingesteckt. Eine unzählbare Zahl. Einfach mal gucken, ja. Keine starke Verteidigung. Und hier brauchen noch ein paar Heilungen. 4, glaube ich. Ja, 4. Gucken wir den einfach mal beim Wachstum zu. 4 Bogies, ein Schwertzorn. Nochmal zurück. 2, 3 heilen sich noch. 2. Okay, um die 2 kleinen Leutchen, die da noch geheilt werden müssen, kümmere ich mich jetzt nicht. Wir greifen an. Ach, 2 Speertons. Beide fast volles Leben. Die Bogies schön in einer Formation. Und da kriegen wir die ersten Eispfeile ab. Die ziehen sich zurück, tatsächlich. Der Magikill muss aber sterben. Ja, der stirbt noch. Verstärkung, mal wieder. Und ein Speerturm ist... Ah, okay, gewonnen. Mal wieder waren sie viel zu langsam. Oh, der Eiskin für die Archidons. Ja, das ist doch schön. Damit ich auch Eispfeile schießen kann. Besonders auf die Zombies. Gehen wir mal zum Waffenlager. Wir haben nämlich einige Punkte zu vergeben. Ich würde gern die da verbessern. Und dann auf jeden Fall den Schaden von den Speertons. Die Statuengröße müssen wir auch unbedingt verbessern, aber jetzt erstmal noch nicht. So, Level 4. Auch wenn die Zeit schon wieder fast vorbei ist. Na, eigentlich schon vorbei ist. Aber das werde ich noch machen. Goldrausch, nimm dieses goldene Territorium ein. Für das Wohl des Order-Imperiums. Oh, ist eine ganze Menge Gold. Und ich habe schon einige Bergarbeiter, also brauche ich nicht. Ich schicke direkt den Angriff los. Ah, genau wie die. Blätterskin haben die drauf. Der erste Speerturm, der wird auch schon angegriffen. Jetzt, wo ich einige von den Bergarbeitern schon getötet habe, habe ich natürlich auch einen kleinen Vorteil. Ich glaube, ich stehe einfach nur die ganze Zeit die Speertons her. Ah, der ist leider draufgegangen. Da kommen wieder 2 Schwertzorn. Machen uns bereit und Attacke. Bisschen zu spät, glaube ich, aber egal. Greifen noch ein paar Bergarbeiter an, um die Wirtschaft noch mehr zu verlangsamen. Am besten gleich alle, komplett alle. Okay, das waren alle. Oder auch nicht, da kommen noch ein paar mehr.
schnell aus, macht sie fertig, bevor sie mit dem Gold abhauen können. Verstärkung, okay, ich war nicht bereit dafür. Ja, okay, sind jetzt nicht so viele Truppen. Ihr seht, die stehen an, die machen gar nichts. Stehen einfach nur da rum und können nichts tun. Aber egal, wir haben gewonnen. Oder noch nicht, Moment. Da. Da haben wir gewonnen. Ja, und jetzt ist die Folge auch schon vorbei. Wir haben eine Kiste bekommen. Leider kein Blätterscan. Egal. Ja, die Kisten, ich würde sagen, die machen wir in der nächsten Folge auf. Hier diese drei Kisten, die wir haben. Und in der nächsten Folge kommen auch die beiden anderen Level noch dran. Also Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.